Rockart-Festival 2014. Wir dürfen mal wieder den Freitag filmen. Aber nicht alle Bands, weil der Rockpalast ist hier abpolitischen Reiter. Und Triptykon filmen wir. Wir filmen trotzdem ein paar Bands und zeigen euch das jetzt mal. Mhm. Okay, Heavy Metal Omnibus Zuschauer. Wir gucken uns immer ein paar Bands an, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir starten mit Nocturnal. Wir suchen uns einfach einen guten Platz, damit wir Nocturnal richtig gut sehen können. Hier haben wir eine einigermaßen gute Sicht auf die Bühne. Strampel, ich komme einfach nicht von der Stelle. Ich weiß, du bist voll am Schwitzen, warum denn überhaupt? Sonne. Ich meine, warum machst du das? Eigentlich ist mein Handy-Akku voll, aber... Ach, damit kann man sein Handy laden, oder was? Ja, damit kann man sein Handy laden. Ach so. Das ist eine Ladestation. Abgefahren. Ja. Ich hab genug Bier besorgt, aber wir gucken uns jetzt Zodiac an. Zodiac? Weiß ich ja gar nicht, kenne ich gar nicht. Ich glaube, es ist Stoner Rock mäßig, keine Ahnung. Mal sehen, wie das so ist. Was wäre ein Festivalbericht ohne den Campground? Der Idi erzählt nur Scheiße! Wo gehen hier alle hin? Obituary. Aber wir sind doch am Freitag, kann ja gar nicht sein, ich spiele morgen. Du bist so doof. Liebst du das? Ja. Was liebst du da am meisten am Rockart-Festival? Auf dem Rockart-Festival liebe ich am meisten die Umgebung. Warum denn? Und das Amphitheater. Weil man kann mal sitzen, wenn man Bock hat, aber man kann auch vorne abrocken und
total Vollgas geben. Auf jeden Fall. Aber die Leute hier sind natürlich auch alle cool drauf. Man kann sie direkt ansprechen, wenn man Probleme hat. Hast du mal einen Grillanzünder oder hast du mal oder hast du mal für mich aufs Klo? Ja, so in der Richtung. Ich gesagt, ich finde das sehr schön mit dem Park und dem Kanal. Rhein-Herne-Kanal, genau. Ist sehr angenehme Atmosphäre, nicht zu groß, sehr gemütlich, sehr familiär. Macht einfach Spaß hier. Ja, super, nicht so stressig, super Truppe, genau. Was macht Ihnen denn so super? Vor allen Dingen wir Frauen. Die Brille. Ich repariere alles, was die anderen kaputt kriegen. So, habe ich mir hier im Amphitheater einen guten Platz gesichert für Decapitated. Jetzt ziehen wir uns rein, holen. Richtig schlechte Laune, richtig harte Death Metal. Mal gucken, wie es wird. Hier kannst du baden gehen, ne? Das ist gut. Also, es gibt nichts zum Beschweren, ne? Nur das Wetter macht nicht mit, viel zu warm. Ne? Boah, ey. Hab mich noch nie über motivische Homotopie-Theorie auf irgendeinem anderen Festival gehört. Ja, wir haben heute Morgen über unser Fachgebiet in Mathematik motivische Homotopie-Theorie geredet. Das Camping ist geil, 5 Minuten bis zur Bühne. Deswegen kann man halt auch, wenn man eine Band nicht sehen will, nochmal schnell auf den Platz gehen, Schläfchen machen. Zur nächsten Band ist mal wieder vorne, weil es keine Zeit kostet. Ganz easy. Und so halten wir das dann auch. Ich bin jetzt, glaube ich, das 7. Mal da. Okay. Ja. Warum kommt immer wieder? Was macht den besonderen Reiz aus? Ist direkt um die Ecke. Ich bin absoluter Rockhard-Fan, also auch bei was das Magazin angeht. Ich bin Redakteur, ein Fanboy. Ich finde es einfach geil, dass es hier um die Ecke ist. Dann ist ja, ich meine, das ist natürlich auch besonders krass. Das ist das erste Jahr ohne Götz Kühnemund und so. Wie ist das so für dich? Also, ja, ist schade. Ist schade. Ja. Ich meine, ich weiß, der kümmert sich immer noch mit ums Management. Habe ich auf jeden Fall gelesen. Aber man sieht ihn halt hier nicht und das ist halt ein Urgestein. Ne? Das ist schade, ja. Der Mann ist einfach der fucking Legend. Und war halt immer so the face of the Rockhard, ne? Ja. Ja. Und wenn der jetzt weg ist, das ist so komisch, ja. Verstehst du, der Götz Kühnemund war halt einfach der Head vom Rockhard. Und er hat jede scheiß Band angesagt und Götz ist einfach Götz, verstehst du? Und ohne Götz, ja, es ist komisch. Aber es ist genauso gut wie sonst. Okay. Ich meine, es ist halt auch, es klingt doof, aber es ist halt auch nur ein Hauptredakteur, so, weißt du? Und das Festival lebt auch einfach weiter, wenn man so einen nicht hat. Ja. Wie man sieht, ganz schön viele Leute hier und die sind alle wegen Midnight hier. Bin ich schon abgefahren, Midnight, kannte ich vorher nicht, irgendwie, die haben halt Masken auf, macht sie besonders kultig. Ich weiß nicht, ob die Musik besonders cool ist oder nicht. Yeah.
Kann man einfach in Ruhe sitzen, ne? Mit Verlaub, dieser Beitrag ist jetzt vorbei. Das war das Rockal Festival 2014. Wir sehen uns in der Hölle.